Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm, geboren am 6. Februar 1968 in Ludwigshafen am Rhein. Und ich bin 51 Jahre. Ich bin Journalist, Autor, Schriftsteller, Musikproduzent. Sie finden meine Bücher und Musikproduktionen mit zwei Namen, mit dem Namen Andreas Klamm. Es schreibt sich Kaufmann Ludwig Anton Martha Martha und mit dem Namen Andreas Klamm Sabaort. Es schreibt sich Kaufmann Ludwig Anton Martha Martha Bindestrich oder auch ohne Bindestrich Samuel Anton Bertha Anton Otto Theodor. Das liegt daran, dass ich 1968 in eine multinationale Familie hineingeboren worden bin. Mein Großvater mütterlicherseits war französischer Offizier der regulären französischen Armee im Zweiten Weltkrieg 1945, sodass ich von Geburt an nicht nur deutsch, sondern multinationaler Bürger bin. Seit Februar 2019 kandidiere ich für die Partei Die Linke. Auf Listenplatz Nummer 7 im Rhein-Pfalz-Kreis, für den Rhein-Pfalz-Kreis. Für die Kreistagswahl und Kommunalwahl am 25., 26. Mai 2019. Im Mai ist es wieder soweit. Dann wird gewählt, nicht nur das neue Europaparlament, nicht nur die Europaabgeordneten, sondern auch Stadträte, Ortsgemeindebeiräte, Ortsbeiräte und natürlich auch Kreistagsabgeordnete und Abgeordnetinnen, also Männer und Frauen, Bewerberinnen und Bewerber und Kandidaten und Kandidatinnen. Ich bin ein Kandidat, der seit 35 Jahren berufstätig ist, seit 1984, seit meinem 16. Lebensjahr. Ich durfte mehrere Ausbildungen und auch zwei Studiengänge absolvieren, wobei ich einen Studiengang leider nicht abgeschlossen habe, den zweiten durfte ich abschließen. Ich durfte nicht nur Journalist, Autor, Schriftsteller werden und Buchautor von insgesamt 12 veröffentlichten Büchern. Ich durfte mehr als 1000 Fernsehsendungen produzieren, die in unterschiedlichen Kanälen gesendet wurden und gesendet werden. Und durfte mehr als 800 Radiosendungen produzieren, unter anderem auch für Stadtradio Heilbronn. Aber nicht nur. Meine Bücher können Sie bei Amazon kaufen. Meine Musikproduktion finden Sie mit dem Namen Andreas Klamm Sabaort, 5 komplette Musikalben und 74 Singles, also Einzel-CDs, wenn Sie so wollen, als MP3-Download bei Amazon, bei Deezer, bei Spotify, bei YouTube und so vielen anderen Online-Stores oder Plattformen, Social-Media-Plattformen. Die Musikproduktion gibt es als MP3-Download, die Bücher gibt es in gedruckter Form. Die sind natürlich alle kostenpflichtig, also gibt es nicht kostenfrei. Aber wenn Sie reinhören wollen, dann lade ich Sie auch ganz herzlich ein zu reverbnation.com/AndreasKlamm-Sabaoth. reverbnation.com/AndreasKlamm-Sabaoth. Ich durfte in den Jahren 1988 bis 1989 noch in den Genuss kommen, wehrpflichtiger Soldat der Bundeswehr zu sein und durfte dort als bei der Bundeswehr Luftwaffe in Germersheim bei Speyer am Rhein, durfte ich dann als Stabsdienstsoldat und Rechnungsführer tätig sein bei der Bundeswehr Luftwaffe. Leider durfte ich keine Flugzeuge fliegen und bin nicht Pilot geworden, sondern ich war halt eben leider nur Bodenpersonal. Und durfte dann im Stabsdienst Kaffee kochen und Verpflegungslisten führen. Und die Soldaten und Soldatinnen haben sich immer gefreut. Und die Zivilangestellten, ich durfte viel Geld auszahlen. Es war ja nicht mein Geld, sondern das Geld der Steuerzahler und öffentliches Geld.
Geld der Bundesrepublik Deutschland, das ich als Rechnungsführer verwalten durfte. Und ich habe natürlich nur die Auszahlungen getätigt, die mir meine Chefs aufgetragen haben. Und ja, was halt eben wofür es auch eine gesetzliche Grundlage gab. Also da musste ich mich als Rechnungsführer auch bei der Bundeswehr schon dran halten. Das war 1988 bis 89. 1990 bis 1993 durfte ich eine Ausbildung absolvieren als Gesundheits- und Krankenpfleger, als Krankenpfleger, als Krankenschwester, nur halt eben mit diesem kleinen Unterschied, ne? Und Sie wissen schon, als Mann nennt sich es halt eben Krankenpfleger. Und beruflich gibt es keinen Unterschied, mit Ausnahme des Geschlechtes. Die Schwester ist halt eben eine Schwester, eine Frau, und der Pfleger ist halt eben ein Mann. Heute spricht man von Pflegefachkräften, Entschuldigung. Pflegefachkräften, und Sie hören uns täglich irgendwo in den Nachrichten bei ARD, bei ZDF, bei Tagesschau, in den Tagesthemen, weil wir schon in der Tat, und das ist kein Scherz, denken Sie, weshalb ich damals 1991 Mitglied in der Gewerkschaft Verdi geworden bin, schon seit 1990 über den Pflegenotstand intensiv debattieren, diskutieren und reden, und es ändert sich nichts daran. Ganz im Gegenteil, es wird schlimmer von Jahr zu Jahr, habe ich den Eindruck, in der Pflege. Leider hatte ich nach 24 Jahren Berufserfahrung in der Krankenpflege, hatte ich mehrere Unfälle und leider auch orthopädische Erkrankungen, also meine Knochen sind selbst kaputt, sodass man mich leider inzwischen seit dem Jahr 2014, das will ich nicht verschweigen, weil es auch wichtig, um Wahlkampf zu führen, um fairen Wahlkampf zu führen, mich im Rollstuhl antrifft. Also ich bin auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen und sie ist hier, sieht man sie, auf die Hilfe meiner Therapie, Assistenz und Begleithündin. Deshalb sieht es hier manchmal etwas, naja, in hundlicher Gemeinschaft etwas, naja, wie soll ich sagen, außergewöhnlich aus, damit meine Therapie- und Assistenzhündin sich auch wohlfühlen kann. Also mich kann man seit dem Jahr 2014 im Rollstuhl antreffen und mit einer kleinen schwarzen Labrador-Hündin. Sie beißt nicht, sie ist verschmust und sehr, sehr hungrig. Wobei wir dann schon bei wichtigen politischen Themen sind. Wer Hunger hat, der braucht auch ausreichend hohe Löhne und Gehälter. Sonst kann er sich nämlich kein vollwertiges Essen kaufen. Themen, für die ich mich engagiere, sind unter anderem natürlich faire und gerechte Löhne. Ein Mindestlohn. Unsere Partei, die Linke, hat hier gewisse Vorstellungen. Sprich, es gibt Zahlen von 12 Euro. Naja, jeder, der so ein bisschen Mathematik kann und naja, die Grundrechenarten beherrsche ich auch noch neben den binomischen Formeln, der weiß, dass wir normalerweise inzwischen einen Grundmindestlohn, einen Mindestlohn bräuchten in Höhe von 14 bis 18 Euro. Ob solche politischen Forderungen durchsetzbar sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wenn Sie dann an die Rentenberechnungen denken, dann ist ein Mindestlohn von 14 bis 18 Euro nicht zu hoch gegriffen, wenn Sie an sichere Renten denken. Sie kennen den Standpunkt unserer Partei, die Linke. Dort wird eine Mindestrente in Höhe von 1050 Euro gefordert, was ich natürlich auch mittrage und mit unterstütze. Mindestens 1050 Euro Mindestrente. Das kann ich mit unterstützen und mittragen, aber wir wissen alle, seit der Einführung des Euros im Jahr 2001 und den steigenden Lebenshaltungskosten, die Strompreise sind schon wieder angestiegen, halte ich für eine Rente von mindestens 1.400 bis 1.600 Euro pro Monat für angemessen und sinnvoll. Ob man solche politische Forderungen im kommunalpolitischen Bereich hier durchsetzen kann und wird, daran habe ich Zweifel, daher werde ich auch solche Versprechungen nicht abgeben. Also die Mindestforderung von unserer Partei Die Linke liegt bei 1.050 Euro. Das scheint mir eher realistisch durchsetzbar zu sein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Rein rechnerisch, mathematisch betrachtet, sollte meiner persönlichen Auffassung, ich kann jetzt nicht für Katja Kipping sprechen, auch nicht für den weiteren Parteivorstand für Die Linke,
sondern nur für meinen politischen Standpunkt sollte die Rente bei mindestens 1.400 bis 1.600 Euro pro Monat normalerweise liegen. Nun kandidiere ich ja nicht für den Deutschen Bundestag, das würde ich gerne tun. Und ich kandidiere leider auch nicht für das Europäische Parlament, sondern auf Listenplatz 7 für den Kreistag im Rhein-Pfalz-Kreis. Auch auf kommunaler Ebene, auf Kreistagsebene gibt es viele, viele Anliegen, Sorgen, Nöte und Themen, die die Menschen bewegen. Ich werde im Rollstuhl sicherlich nicht jede Gemeinde besuchen können. Aber wenn es ein wichtiges Thema gibt, das Ihnen am Herzen liegt, will ich Sie hiermit ganz herzlich einladen. Rufen Sie mich an und wir sprechen darüber und wir versuchen gemeinsam Lösungen zu finden und vielleicht dann auch ein Engagement zu begründen, in die Wege zu leiten. Die Einladung gilt für alle, die sich interessieren und die darauf hoffen, dass die Linke vor Ort im Rhein-Pfalz-Kreis, in Neuhofen, in Ludwigshafen, in Mutterstadt, in Schifferstadt, in Stadt Schauenheim, in Otterstadt, Waldsee, Altrip, wo auch immer, im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis, der ist recht groß, dass wir was bewegen können, das hoffe ich. Ich bin einer von insgesamt 20 Kandidaten und Kandidatinnen. Ganz besonders erwähnen möchte ich natürlich die Vorsitzende von Die Linke Rhein-Pfalz-Kreis. Das ist Claudia Kotschar-Balkan. Claudia Kotschar-Balkan ist auf Listenplatz Nummer 1. Die Vorsitzende Claudia Kotschar-Balkan von Die Linke Rhein-Pfalz-Kreis kann natürlich sich selbst vorstellen und für sich selbst sprechen. Soweit wie es möglich ist, werde ich versuchen, mit ihr auch einen Livestream zu veranstalten, eine Aufzeichnung, sodass wir über Themen sprechen können, die viele Menschen natürlich auch im Rhein-Pfalz-Kreis bewegt. Soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, die hört ja nicht in Berlin auf. Natürlich ist sie auch im ländlichen Raum oder ganz besonders im ländlichen Raum wichtig. Themen, für die ich mich engagiere, soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit. Das schließt natürlich ausreichend hohe Löhne und Gehälter ein. Das schließt eine sichere, ausreichend hohe Rente ein. Das gilt natürlich auch für Menschen, die krank werden, Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich bin auch, einige wissen es, Mitglied im VdK Sozialverband aufgrund von persönlicher Betroffenheit, weil ich halt eben Rollator, Rollstuhl und Gehstöcke brauche nach mehreren Unfällen. Ich habe es nicht dabei bewenden lassen, nur Mitglied beim VdK Sozialverband zu werden und dort meine Mitgliedsbeiträge von 72 Euro pro Jahr zu zahlen, sondern ich bin dann auch noch Mitglied im Vorstand des VdK Ortsverbandes in Neuhofen geworden. Also ich bin dann noch Beisitzer beim VdK in Neuhofen. Auch dort habe ich Ziele und Visionen, sonst wäre ich ja nicht Mitglied des Vorstandes geworden. Weitere Ziele, Engagements und Visionen ist natürlich ein ganz wichtiges Thema: Frieden. 4 meiner 12 veröffentlichten Büchern widmen sich fast ausschließlich dem Thema Frieden, Dialog, internationale Völkerverständigung. Ein Thema, mit dem ich mich seit, oder ein Themenkomplex, richtigerweise gesagt, Frieden, Verständigung und Dialog, ein Themenkomplex, mit dem ich mich schon seit 1986 beschäftige. Daher hatte ich 4 meiner Bücher von insgesamt 12 Büchern den Themen Frieden, Verständigung und Dialog gewidmet, in deutscher und englischer Sprache. Das geht schon aus den Titeln hervor, denn 2 meiner Bücher tragen den Titel Liberty and Peace Now, Human Rights Reporters, also Freiheit und Frieden jetzt, Menschenrechte Reporter. Weitere Bücher, beispielsweise auch Liberty, Peace and Media, Amy Goodman and the Freedom of the Press. Also auch hier geht es wieder um Frieden und Medien und Presse. Liberty,
Freiheit, Frieden und Medien, Amy Goodman, das ist meine amerikanische Kollegin, eine US-amerikanisch-jüdische Kollegin von Democracy Now! In New York City. Ich durfte in den Jahren 2001 im November und im April 2002 zweimal in die USA reisen. Und ich durfte auch nach Schweden reisen, also ich durfte in mehrere Länder fliegen und reisen. Und im Jahr 2008 durfte ich Amy Goodman in Schweden persönlich kennenlernen beim Right Livelihood Award, bei der Right Livelihood Foundation. Und nochmal ganz herzliche Grüße an die Regierung von Schweden und an das schwedische Außenministerium. Obgleich ja jetzt schon fast 10 Jahre vergangen sind oder 9 Jahre, habe ich die Gastfreundschaft nicht vergessen in Schweden. Die Unterstützung. Ich durfte also die Computer des Außenministeriums von Schweden benutzen, um berichten zu können über den Right Livelihood Award und über meine US-amerikanische jüdische Kollegin von Democracy Now!, Amy Goodman. Und wir durften in Schweden eine gemeinsame Doppelmoderation durchführen. Ich verstehe meine Kandidatur auch als ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man zwar chronisch krank und behindert sein kann, auch im Rollstuhl. Ich habe das Glück, nicht querschnittsgelähmt zu sein. Aber das Pech, wie Andrea Nahles im Beispiel, die ja auch leider einen schweren Verkehrsunfall hatte, dass beide Hüften sehr schwer geschädigt worden sind und mein Sprunggelenk leider auch sehr schwer geschädigt worden ist, sodass ich eben leider auch auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen bin. Eine Schwerbehinderung besteht mit dem Grad der Behinderung von 60, der dauerhaften Einbuße der körperlichen Beweglichkeit und dem Merkzeichen G, also Gehbehinderung. Aber Sie sehen, auch im Rollstuhl, es gibt ja exemplarische Beispiele von der SPD überwiegend bekannt. Denken wir an Andrea Nahles. Sie hatte als junge Frau einen schweren Verkehrsunfall, hat auch ein chronisches Hüftleiden. Die Parteivorsitzende der SPD hat einen Grad der Behinderung von 50 und ist dennoch Parteivorsitzende der SPD geworden. Oder denken wir, so weit muss man gar nicht weggucken, bleiben wir in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Einige kennen Malu Dreyer auch im Rollstuhl. Das liegt daran, weil sie eine Erkrankung beispielsweise an MS hat. Und dennoch kann sie Ministerpräsidentin. Sie kann es sogar sehr gut. Ich glaube, sie ist eine recht beliebte Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Wer sich so ein bisschen in der Pfalz auskennt, weiß, dass im Grunde genommen sich immer so ein bisschen Schlagabtausch liefern. Die CDU, die SPD, die FDP spielt auch in einigen Regionen eine größere und wichtige Rolle und natürlich auch die Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt halten Sie sich fest, es gibt auch die NPD. Wie ich darüber denken soll, naja, damit beschäftige ich mich jetzt nicht so sehr, weil ich will Sie ja jetzt nicht mit diesem Thema belasten, sondern ich glaube, eine starke und gut aufgestellte Die Linke, die ich als Partei für soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit, für ökologisches und sozioökologisches verantwortungsbewusstes Handeln einstufe und sehe. Die Linke ist ja noch eine recht junge Partei, jünger als Bündnis 90 Die Grünen. Können das gerne auch bei Wikipedia nachlesen. Ich glaube, eine gut aufgestellte und gut organisierte, starke Die Linke ist wichtig für den Rhein-Pfalz-Kreis und für Ludwigshafen am Rhein. Und daher bitte ich Sie auch mal hier und da mal die Webseite von dielinke.de zu besuchen, sich mal das Parteiprogramm anzusehen und auch mal die Forderung zu sehen. Dann wird Ihnen auffallen, ganz deutlich bewusst werden, wer für den Mindestlohn von 1050 Euro sich organisiert und wer dafür steht, das ist die Linke. Wer für kostenfreien ÖPNV steht, das ist die Linke. Kostenloser ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Auch dafür will ich mich stark machen. Und
Wer weiß, dass ich 1984, es gab ja immerhin 100.000 Zuschauer, die ersten Fernsehsendungen und Radiosendungen produziert habe. Im offenen Kanal. Wer weiß, dass ich natürlich auch noch mich daran erinnere, dass der offene Kanal nur deshalb möglich war, weil es das KPIL-Pilotprojekt Ludwigshafen-Vorderpfalz gab. Ja, und wo liegt die Vorderpfalz? Das ist ja mittendrin im Rhein-Pfalz-Kreis. Einfach köstlich, wenn Sie so wollen. Weshalb sollte es nicht ein weiteres Pilotprojekt geben? In Luxemburg funktioniert es. Dort gibt es jetzt seit kurzem den kostenfreien ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr. Und warum sollte es den in der Vorderpfalz und in Ludwigshafen am Rhein nicht geben? Das ist beispielsweise ein Thema, für das ich mich gerne engagiere und auch gerne stark mache, für den kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr. Und dafür werde ich mich gerne mit großer Kraft engagieren und einsetzen, weil ich davon träume, dass Ludwigshafen vielleicht ein weiteres Pilotprojekt starten könnte für den kostenfreien ÖPNV. Es gibt natürlich auch noch in anderen Städten und Regionen engagierte Kolleginnen und Kollegen von Die Linke. Mal gucken, wer schneller ist, wer mehr Durchsetzungsvermögen hat und wann dann die erste Meldung kommen wird, dass es ein Pilotprojekt, die Einführung des kostenfreien ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, vielleicht im Rhein-Pfalz-Kreis gibt. Das wäre schön. Vielleicht ist es auch eine Großstadt wie Berlin. Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich ein besonderes Engagement auf kostenfreien ÖPNV legen werde. Was ist mir als Journalist, als Moderator, als Radio- und Fernseh- und Medienproduzent natürlich noch wichtig? Digitalisierung, Internetnutzung. Ich betrachte das Internet als extrem wichtig. Und ich glaube, die Nutzung und der Zugang zum Internet sollte auch als verbrieftes Grundrecht im Grundgesetz verankert werden. Im Kreistag werden natürlich keine Bundesgesetze beschlossen. Da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Aber auch dafür engagiere ich mich gerne. Und dass natürlich die sichere Versorgung auch in ländlichen Regionen wie im Landkreis des Rhein-Pfalz-Kreises, aber auch in der Stadt Ludwigshafen am Rhein gewährleistet ist. Eine sichere Versorgung mit Internet und auch mit Mobilfunk. Und denken Sie bitte auch an ältere Menschen, an junge Menschen, die zum Arzt müssen oder auch an Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Ich bin persönlich davon betroffen. Was ist noch wichtig? Natürlich eine sichere Pflege, eine sichere ärztliche Versorgung. Neuhofen hatte vor kurzem eine Abstimmung, eine Bürgerabstimmung. Man hat sich dazu entschlossen und entschieden, mehrheitlich die Entscheidung getroffen, dass der Sport Platz aus dem Sportzentrum verlegt wird an den Ortsrand und im Ortszentrum ein neuer Vollsortimenter, nennt es sich, Supermarkt von Edeka kommen soll und darüber hinaus noch Sozialwohnungen gebaut werden. Das ist natürlich etwas, was ich ganz voll und ganz unterstützen kann, auch wenn die Idee leider jetzt nicht von Die Linke kommt, sondern von der FDP. Also insofern ist ja eine gute Idee, neue Sozialwohnungen zu bauen. Ein weiteres Thema und Anliegen, für das ich mich gerne engagiere. Ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Sozialwohnungen im Rhein-Pfalz-Kreis, in Ludwigshafen und in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Zahl, auf eine gewaltige Zahl aufmerksam geworden, dass etwa 20 Millionen Sozialwohnungen in der Bundesrepublik Deutschland gebraucht werden. Das ist eine gewaltige Zahl. Und Sie können dann auch selbst mal bei Google oder wo auch immer nachrecherchieren, mit wie viel prozentualem Anteil davon der Rhein-Pfalz-Kreis betroffen ist. Natürlich werden auch Sozialwohnungen im Rhein-Pfalz-Kreis gebraucht.
Soziale Sicherheitssanktionen. Der Unterschied, der mich trennt von der SPD, das sage ich auch mal ganz deutlich. Ich lehne Sanktionen komplett ab. Aus diesem Grund wurde ich nicht Mitglied in der linken SPD, sondern Mitglied in der Partei Die Linke. Und auch dort werden Sanktionen abgelehnt. Bei Arbeitslosengeld II, Hartz IV, wie es umgangssprachlich bezeichnet wird, sprechen wir von etwa 424 Euro. Das ist schon viel, viel zu wenig zum Leben. Wenn Sie an Strom, an Gas, an Internet, an Wasserrechnungen denken, an Müllabfuhrgebühren, an die Flatrate fürs Internet, an Fernsehen, GEZ, an einen Kfz-Stellplatz, also an den Garagenstellplatz fürs Auto. Wenn Sie an Hundesteuer denken, wenn Sie an viele weitere Steuerbelastungen und Abgaben denken, wenn Sie an die gestiegenen Lebenshaltungskosten denken, dann reichen 424 Euro nicht aus. Die Pfändungsfreibetragsgrenze beispielsweise liegt bei 1.087 Euro plus minus, vielleicht sind es auch inzwischen 1.100 Euro. Das Existenzminimum wird etwa bei 1.000 Euro aufgerundet festgelegt. Das führt zur logischen Schlussfolgerung, dass wenn ein Mensch ohnehin nur noch 424 Euro pro Monat bekommt, dass man ihm dann nicht das Letzte zum Leben wegnehmen darf. Ich glaube, ein Strafsystem und Sanktionen sind Strafen. Wir können das bei Duden nachgucken. Müssen wir nicht blind links vertrauen, sondern einfach mal bei Google nachsehen oder im Duden. Irgendwo hat jeder einen Duden umherstehen oder den gibt es auch online. Duden nachgucken bitte. Sanktionen sind Strafen, Strafmaßnahmen. Und naja, als Gesundheits- und Krankenpfleger und als Rettungsdienstmitarbeiter, als Rettungssanitäter, aber auch als Journalist, der schon 1991 das erste Mal Mitglied in der Gewerkschaft Verdi geworden ist, bin ich zur Überzeugung gelangt, ähnlich wie das Sozialgericht Gotha, dass Sanktionen verfassungswidrig sein müssen, weil es im Grundgesetz eindeutig definiert ist. Aber auch wenn man die 12 Sozialgesetzbücher liest, im Artikel 20 des Grundgesetzes, Absatz 1, finden Sie den Hinweis, wonach die Bundesrepublik Deutschland normalerweise ein sozialer und demokratischer Bundesstaat sein soll? Ich glaube, Menschen, die in soziale Notlagen geraten oder auch in wirtschaftliche, finanzielle Notlagen, die sollte man nicht bestrafen, sondern die sollten gefördert und belohnt und unterstützt werden, damit sie wieder auf eigenen Beinen stehen können. Und vielleicht aus dem Sozialhilfebezug einen Weg herausfinden. Sei es, indem sie eine kleine Firma gründen, als UG haftungsbeschränkt. Das ist ja eine Möglichkeit. Man kann sich ja selbstständig machen. Es geht aber nur, wenn man ausreichend viel Geld hat. Die Gründung einer UG haftungsbeschränkt kostet beispielsweise, also einer Mini-GmbH, etwa um die 2.000 bis 4.000 Euro je nach Region. Das wäre eine Möglichkeit, aus dem Sozialhilfebezug herauszukommen. Oder speziell geförderte Maßnahmen. Da kann man sich sicherlich auch über die Idee der SPD mit dem Arbeitslosengeld Q, Qualifikation, intensiv debattieren, streiten und diskutieren. Da gibt es Ansätze, die kann man sicherlich auch übernehmen. Da muss man nicht gleich ablehnend dagegen stehen, sondern man kann prüfen, was kann man übernehmen, was ist gut, was kann man umsetzen. Ich denke, darüber sollte man nachdenken und man kann es prüfen. Sprich, qualifizieren, fördern, aber doch bitte nicht bestrafen. Deshalb, so glaube ich, sind, so wie es ja auch das Sozialgericht in Gotha festgestellt hat, Sanktionen, Strafmaßnahmen verfassungswidrig. Und daher lehne ich die natürlich komplett ab. Also Sanktionen, Strafen gegen Menschen in sozialen Notlagen lehne ich komplett ab. Darf es in Deutschland nicht geben. Arbeit,
Thema Arbeit ist natürlich ganz wichtig. Wir alle haben ein verbrieftes Recht, auch laut Grundgesetz und laut Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, für die freie Wahl des Berufes, dass wir arbeiten dürfen, können und sollen. Es gibt aber Menschen, die werden von Geburt an behindert geboren, mit Behinderung geboren. Die können in dieser Arbeitswelt nicht so mitwirken, wie das ein Mensch könnte oder kann, der gesund in diese Welt geboren wird. Und dennoch haben auch Menschen, die von Geburt an mit Behinderung geboren werden, einen Anspruch auf soziale Sicherheit. Denn auch das steht im Grundgesetz, das steht in 12 Sozialgesetzbüchern und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Und die wurden ja schon 1948 proklamiert. Das heißt, soziale Sicherheit, dieses Recht gibt es. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, können Sie selbst nachlesen, ist keine meiner Wünsche und keiner meiner Vorstellungen, sondern ein Teil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Deshalb soziale Sicherheit gilt für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft. Es spielt keine Rolle, ob diese Menschen einen deutschen Ausweis haben oder einen Ausweis aus Afghanistan oder aus Iran. Wer vor Krieg, Terror und Gewalt flüchtet, Sie kennen den viel diskutierten Artikel 16a. Wer vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung flüchtet, hat natürlich auch Anspruch auf Hilfe. Und ich glaube, es sollte uns doch mit Dankbarkeit erfüllen, wenn Menschen Schutz und Shelter auch in der Bundesrepublik Deutschland suchen. Ein weiteres Anliegen. Migration und Integration. Es sollte dennoch geordnet und geregelt stattfinden, also nicht im totalen Chaos und Durcheinander. Es muss von den Behörden überwacht werden, natürlich auch von der Bundespolizei, natürlich auch von Grenzschutzeinheiten. Also es sollte schon bekannt sein, wer hier in Deutschland einreist. Das ist auch ganz üblich, wenn Sie in die USA einreisen, dann müssen Sie sich zuvor normalerweise auch anmelden oder sogar ein Visum beantragen. Das ist in fast jedem Land so. Vorsicht auch für Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen, wenn Sie nach Frankreich fahren. Bitte daran denken, an die Bestimmungen des Gastlandes, diese zu prüfen. Es gibt besondere Bestimmungen in Dänemark, in Belgien, in Frankreich, in jedem Land, die die Einreise von unseren geliebten Vierbeinern regeln. Die sollte man immer, bevor man in irgendein Land fährt oder reist, prüfen und sicherstellen, dass das Tier geimpft wird, einen EU-Heimtierausweis hat und nicht auf irgendwelchen Listen steht. Sonst dürfen sie nämlich unter Umständen nicht in die Länder einreisen oder im schlimmsten Fall, die Polizeien dieser Länder könnten ihr Tier beschlagnahmen und gar töten. Deshalb, wenn Sie nach Frankreich fahren, Vorsicht bei Frankreich, ich warne davor, aber auch Belgien, Dänemark, Österreich, immer bitte prüfen, welche Bestimmungen im Rahmen des Tierschutzes gelten dort. Welche Einreisebestimmungen, welche Listen gibt es dort? Dürfen alle Hunde mitgenommen werden? Oder müssen bestimmte Impfvoraussetzungen oder gar tierärztliche Atteste vorliegen? Jeder Hundehalter weiß es im Grunde genommen, man kann nicht einfach mal schnell sich ins nächste Auto reinsteigen und mit dem Hund ins nächste Land fahren, sondern man muss dann tatsächlich prüfen, welche Spielregeln, welche Bestimmungen gelten dort. Eine gewisse Form der Ordnung ist wichtig, so sehe ich es persönlich. Der Parteivorstand von Die Linke mag es anders sehen, doch ich spreche jetzt auch für mich selbst als Kandidat für die Partei Die Linke im Rhein-Pfalz-Kreis. Und natürlich denke ich auch selbst und habe auch noch ein paar eigene Vorstellungen. Wenngleich natürlich auch, und das will ich in Deutlichkeit sagen, viele Konzepte und der Ideen von der Partei Die Linke sich auch mit meinen Vorstellungen und Ideen ja identisch sind oder gleich sind. Sonst wäre ich ja nicht Mitglied in der Partei Die Linke geworden. Politisches Engagement. Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen
aktiv in die Gestaltung der Angelegenheiten, der öffentlichen Angelegenheiten einmischen, einbringen. Und ich glaube, Demokratie funktioniert am besten dann, wenn sich möglichst viele Menschen engagieren, sei es bei Aufstehen, sei es bei Gelbe Westen, sei es bei Verdi, sei es beim Deutschen Gewerkschaftsbund, bei der IG Metall oder in einem der vielen Vereine, beim VdK oder beim SOVD oder auch einer Tierschutzgruppe oder auch in sonstigen Parteien. Demokratie lebt von Teilhabe, von Teilnahme. Ich glaube, es reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus, darauf zu hoffen, ach ja, die da oben werden es schon gut machen und besser machen. Die Linke ist eine Partei zum Mitmachen und selbst zu kandidieren und auch selbst Politik zu gestalten. Natürlich sollte man vielleicht auch realistisch genug sein zu wissen, dass man als Einzelner in der Regel nicht so viel erreichen kann. Und dann muss man natürlich auch immer wissen, in welcher Rolle und in welcher Funktion. Ich kandidiere für den Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises. Das heißt, ich werde normalerweise eher selten die Entscheidungen des Europaparlaments oder gar des Deutschen Bundestages beeinflussen können. Das kann ich dann vielleicht bei den Bundestagswahlen, wenn ich dann entsprechend die Partei wähle, die meinen Überzeugungen entspricht. In dem Fall die Partei Die Linke. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenn Sie Wünsche haben, dann stehe ich für Ihre Anliegen, Sorgen oder auch Themen, die Sie gerne besprechen wollen. In der Zeit, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, telefonisch zunächst einmal zur Verfügung. Telefon 0621 5867 8054. Ich wiederhole, 0621 5867 8054. Und aufgrund meiner Kandidatur auf Listenplatz 7 für die Partei Die Linke im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es auch eine neue politische Webseite, die so ein bisschen einige Themen vorstellt, einige Betrachtungsweise und einige Standpunkte. Bei facebook.com andreas.klamm.sozialaktiv. Ich nenne es nochmal zum Mitschreiben. facebook.com/andreas.klamm.sozialaktiv. Dann sind wir auch schon wieder beim Thema Internet-Upload-Felder. Obgleich ich Radio-Fernsehjournalist bin und auch Produzent und Musikproduzent und damit mich natürlich das Thema Urheberschutzrechte ganz besonders betrifft, als Produzent bin ich Inhaber von Copyright, von Urheberschutzrechten. Ich durfte 5 komplette Musikalben produzieren und veröffentlichen und 74 Musiksingles und 12 Bücher. Ich bin auch Mitglied in der Verwertungsgesellschaft VG Wort beispielsweise und auch in anderen Verwertungsgesellschaften. Man kann aber nicht bei jedem Verein, den es in Deutschland und Europa gibt, Mitglied werden. Sonst müsste man ja Mitglied bei 400, 500 Vereinen und wie auch immer sein. Das geht nicht. Wie soll man das bezahlen? Dann müsste ich Rockefeller sein oder Bill Gates oder Mark Zuckerberg heißen. Ich heiße aber leider nicht Mark Zuckerberg. Sonst hätte ich ja jetzt Facebook und würde irgendwo in Irland oder in den USA sitzen. Ich sitze in Neuhofen und in Ludwigshafen am Rhein und kandidiere für die Linke auf Listenplatz 7 im Rhein-Pfalz-Kreis für die Kreistagswahlen und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019. Und ich bitte um Ihre Unterstützung und natürlich auch um Ihre Stimme bei der Wahl. Für Ihre Anliegen, Sorgen und Themen, die Sie gerne besprechen wollen, stehe ich zur Verfügung telefonisch. Telefon 0621 5867 8054. Und weil das Thema gerade so intensiv diskutiert wird, Uploadfelder, Artikel 11, Artikel 13. Auch hierzu sage ich ein klares Nein. Nein zum Uploadfelder. Weshalb?
Für Großkonzerne wie Facebook und Google ist es kein Problem, die Software zu entwickeln. Für den Kleinstunternehmer, für den freien Künstler oder für die freie Sängerin, für die freie Sängerin aus Mannheim, für eine Sängerin aus Speyer oder aus Altrip, die kann sich die Softwareentwicklung ebenso wenig leisten wie ein freiberuflicher Journalist. Selbst die Nachdenkseiten, die kennen einige, können sich nicht einfach schnell mal die Entwicklung einer Upload-Filter-Software leisten. Für milliardenschwere Konzerne wie Google oder Facebook alles kein Thema, alles kein Problem, wir zahlen es ja. Was denken Sie, wie die Konzerne an ihre Milliarden rankommen? Weil wir natürlich immer unser Geld brav und ordentlich hinbringen und irgendetwas dort kaufen. Naja, und weil die Konzerne auch wissen und intelligent genug sind, wie man den Profit maximieren kann. Also für Google und für Facebook, selbst dort gibt es ja kritische Stimmen, die warnen, dass beispielsweise vielleicht YouTube abgeschaltet werden muss. Ist es einfacher? Es mag einfacher sein. Aber auch dort ist es nicht ohne Probleme. Und deshalb sage ich Nein zum Upload-Filter, Nein zu Artikel 11, Nein zu Artikel 13. Und ich sage ein deutliches Ja zu Pressefreiheit, zur Freiheit von Kunst, Presse, Medien, Musik, Büchern, Kommunikation, Informationsfreiheit. Denken Sie an die Whistleblower, denken Sie an WikiLeaks, an Edward Snowden. Diese Menschen haben ihr Leben riskiert dafür, um Wahrheit und Information der Öffentlichkeit, der internationalen Öffentlichkeit verteilen zu können, mitteilen zu können, um Nachrichten verbreiten zu können, um die Öffentlichkeit aufzuklären als Sozialdienst und auch als Friedensdienst. Und daher ja zur Freiheit von Kunst, Medien, Information, Musik. Mein Name ist Andreas Klamm, Kandidat auf Listenplatz 7 für die Partei Die Linke. Ich lade Sie herzlich ein, rufen Sie mich an, wenn Sie über Themen, Anliegen sprechen wollen, die Sie im Rhein-Pfalz-Kreis bewegen. Ich kandidiere auf Listenplatz 7 für die Linke, für den Kreistag im Rhein-Pfalz-Kreis bei Ludwigshafen am Rhein. Und ich stehe für Ihre Anliegen, Sorgen und Anregungen gerne telefonisch zur Verfügung. Nochmal zum Mitschreiben, Telefon 0621-5867-8054. Es gibt weitere Themen, doch die Zeit ist kostbar und ich will Sie nicht zu lange an diese Fernsehsendung binden, sondern werde das Thema fortsetzen in einer weiteren Ausgabe von Sozial Aktiv und hoffe, dass Sie Ihr Vertrauen an die Partei Die Linke schenken und vielleicht auch mich auf Listenplatz 7 unterstützen. Andreas Klamm, mein Name, als Kandidat für die Partei Die Linke, für den Kreistag, für die Kreistagswahlen und Kommunalwahlen 26. Mai 2019. Wer eine E-Mail schreiben möchte, darf das auch tun. sozial@radiotvinfo.org. sozial@radiotvinfo.org. Und weitere Informationen gibt es auch in meinem Blog http://andreasklamm.wordpress.com. Auch hier noch einmal langsam zum Mitschreiben: Andreas Klamm, ein Wort.wordpress.com. Andreas Klamm.wordpress.com. In meinem Blog gibt es weitere Informationen, gerne auch telefonisch oder via E-Mail. Ich wünsche Ihnen soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Gesundheit, ganz, ganz wichtig, die kann man oftmals mit allem Geld der Welt nicht einfach wieder zurückkaufen. Gesundheit, Liebe, Hoffnung, Mut und Zuversicht. Und ich danke für Ihr Interesse. Und bitte nicht vergessen, Ende Mai, Kommunal- und Kreistagswahlen und Europawahlen. Und ich bitte Sie, sich etwas mehr mit Die Linke zu beschäftigen,
Und bitte unterstützen Sie die Linke im eigenen Interesse für eine starke und gut aufgestellte Linke im Rhein-Pfalz-Kreis bei Ludwigshafen am Rhein. Vielen Dank. Bis bald. Ihr Andreas Damm.